Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr werdet jetzt sicherlich sagen, ist doch eigentlich Sonntag. Müsst ihr hier unten nicht irgendwie was vom Flohmarkt stehen? Ja, habt da recht. Normalerweise sitzt ihr so. Wir machen sonntags immer ein Flohmarkt-Video. Allerdings ist es ja diesmal so, dass wir Totensonntag haben. Und Totensonntag ist bei mir in der Umgebung so, beziehungsweise Berlin-Brandenburg so, dass absolut gar keine Flohmärkte stattfinden. Ja, das ist aber auch nicht so weiter schlimm, denn wir sind ja hier kein reiner Flohmarkt-Kanal. Das wisst ihr ja eigentlich. Ich bin ja eher so der Retro- und Gaming-Kanal, beziehungsweise Retro- und Sammlungskanal. Genau deswegen dachte ich mir, wir nehmen das heute mal zum Anlass und ich zeige euch heute mal meine Alf-Sammlung. Jeder von euch sollte eigentlich wissen, dass ich absolut krasser Alf-Fan bin und dass ich Alf auch sehr gerne sammle. Deswegen gucken wir uns heute zusammen auf jeden Fall mal die Sammlung an. Zeigt euch die Sachen mal so im Detail. Und erzähl auch noch was dazu. Ich würde sagen, wir starten einfach klassisch ganz oben und da fangen wir einfach mit meinen Alf-Kassetten mal an. Alf-Kassetten gibt es eigentlich eine ganze Menge. Ich glaube, insgesamt gibt es 43 Stück. Also zumindest, was das Hörspiel zur Serie angeht. Bei mir ist es relativ komplett von 1 bis 18. Die 19 fehlt mir leider. Und ab 20 wird es dann halt immer so ein bisschen lückenhafter. Ich bin allerdings der Meinung, dass man nicht immer alles sofort haben muss. Nummer 19 zum Beispiel könnte ich mir jetzt ganz easy bei eBay besorgen. Und alles, was so bis 30 geht, könnte ich mir auch ganz locker bei eBay besorgen. Würde da wahrscheinlich relativ günstig rankommen. So richtig interessant wird der Preis immer erst ab Folge 30 bis, naja, ich sag mal 40. Und ab 40 wird es dann richtig kriminell. Da zahlst du für eine Kassette locker mal, 40, 50, 60 Euro und wenn nicht sogar noch mehr. Das ist halt genau das Ding, warum das hier noch so ein bisschen lückenhaft ist. Erstens sind mir die Sachen zu teuer für Sofortkauf. Und zweitens hoffe ich immer noch, dass ich die vielleicht mal auf dem Flohmarkt finde. Dann haben wir hier drüben noch ein paar Kassetten, die nicht direkt zur TV-Serie gehören. Zum Beispiel diese Kassetten hier sind eher an das Comic angelehnt, beziehungsweise mehr oder weniger die Hörspiele zum Comic. Dann nehmt ihr noch diese ganzen Musik-MCs von Alf, die eigentlich ja, mit Alf nicht so viel zu tun haben. Die sind nur von Alf gebrandet und die Musik darauf, sag ich mal so, ist jetzt auch nicht unbedingt die bekannteste. Hier zum Beispiel bei Alfs Superhit-Parade sind mir jetzt also vielleicht maximal zwei, drei Songs irgendwie läufig und der Rest ist mir irgendwie völlig unbekannt. Bei der Alles Paradiso Alf-Kassette ist das schon ein bisschen anders. Da singt ja Tommy Pieper selbst. Also Tommy Pieper ist ja die deutsche Synchronstimme für Alf. Ja. Dann haben wir hier noch Alf Gute Nacht-Geschichten. Die sind dann doch schon wieder ein bisschen offizieller, weil sie halt auch von Karussell sind und so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen an die Serie angelehnt sind. Dann habe ich hier noch zwei weitere Comic-Ausgaben. Und was auf keinen Fall in irgendeiner Sammlung fehlen sollte, die Weihnacht mit Alf-Kassetten. Konnte ich jetzt letztens gerade erst wieder vervollständigen. Teil 2 hat mir nämlich noch gefehlt. Hat mir nämlich letztens einen Zuschauer zugeschickt. So, dann kommen wir mal zum nächsten Regal. Wir sind jetzt quasi eins tiefer. Die Kassetten stehen genau hier drüber. Ich habe jetzt auch mal auf Telekamera umgestellt, dass man hier ein bisschen mehr sieht. Da können wir ganz links können wir erstmal starten. Da habe ich hier meine ganzen Alf-Bücher zu stehen. Zumindest die großen Alf-Bücher, die sonst in die unteren, in den kleineren Fächern nicht reinpassen. Ja, das wäre zum Beispiel eins der Bücher. Gestatten, mein Name ist Schlegel. Den gibt es ja auch als Fernsehserie bzw. auf der Hörspielkassette. Dann habe ich hier zwischen noch so einen kleinen Comic zu stehen. Leider der einzige Comic, den ich habe. Ich kann euch nur sagen, dass er damals 3,50 Mark gekostet hat, so ein Comic. Wie viel es davon gab, weiß ich leider überhaupt nicht. Dann habe ich hier noch ein Alf-Buch, Benimm dich richtig. Der sogenannte Melmark-Knigge steht ja da auch. Habe ich sogar doppeltes Buch. Ich weiß ja nicht warum. Ich glaube, bei dem einen ist die Seite rausgerissen und genau. Ja, ich glaube, deswegen hatte ich die zweite auch behalten oder zum Austausch. Ja, so wie es der Einband auch verspricht, sind hier die besten Benimmregeln überhaupt drin. Diese Benimmregeln sollte man auf keinen Fall zu ernst nehmen, weil die werden ja immerhin noch von Alf vorgestellt. Dann habe ich hier noch so ein Null-Probleme-Buch, das habe ich auch noch gar nicht so lange, das habe ich letztens erst vom Flohmarkt bekommen. Ich denke mal, einige von euch werden es sicherlich gesehen haben. Ich glaube, hier sind zwei oder drei verschiedene Geschichten drin. Steht ja auch hier mit vielen Witzen und Cartoons. Man sieht auch hier, hat mit der Fernsehserie an sich eigentlich erstmal nichts zu tun. Dann haben wir hier noch Alf, wer denn sonst? Für alle, die jetzt sagen, der Alf sieht aber komisch aus, liegt nämlich daran, dass der Alf nicht aus der Fernsehserie war von damals, sondern aus der Trickfilmserie. Die gab es nämlich auch noch. Ja, da könnt ihr hier mal kurz gucken, da werden so ein bisschen die Geschichten nacherzählt und da sieht man auch Live-Screenshots, also das sind wirklich von der Qualität her, würde ich sagen, auf jeden Fall Screenshots von diesen Trickfilmen. Ja, wer diese Trickfilme noch nicht kennt, der kann sie sich auf jeden Fall mal reinziehen, die sind ja nicht so schlecht. Dann haben wir hier noch Alf Locker vom Hocker. Ist im Prinzip nichts anderes wie die anderen Bücher, hier sind jetzt nochmal 5 Folgen drin, beziehungsweise 5 Geschichten in Kurzform erzählt. Für die, die die Folgen oder die Hörspiele nicht kennen, ist das auf jeden Fall eine interessante Sache. Dann habe ich hier so eine Shampoo-Figur, nenne ich die mal. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, früher gab es mehrere Figuren so,
oder einfach Shampoo drin hattest, beziehungsweise wo das Shampoo drin verkauft wurde. Das kann man hier auch noch erkennen, genau, 3,99 €. Da musst du einfach nur den Kopf abnehmen. Und dann hattest du halt so dieses Shampoo drin. Also irgendwie völlig verrückt. Gibt es heutzutage absolut nicht mehr, glaube ich. Früher war das aber irgendwie der absolute Schrei. Wie gesagt, ihr habt es nicht nur in Alf-Figurform, sondern gab es auch als andere Figuren. Welche genau, wie sieht ihr allerdings nicht mehr. Dann haben wir hier noch so eine Alf-Samtfigur. Die lässt sich überall so ein bisschen bewegen mit den Armen, mit dem Kopf und die Beine. Die kannst du alle so ein bisschen bewegen. Kannst du quasi hinsetzen, wenn du möchtest. Da hinten steht noch das Alf-Sega-Spiel. Das zeige ich euch aber nachher mal kurz separat. Dann sitzt hier genau mittig jetzt einer von meinen großen Alf-Kuscheltieren, die mittlerweile übrigens, muss man dazu sagen, sauteuer geworden sind. Also je nach Zustand bezahlst du da locker so 30 bis 50, vielleicht sogar auch 60 Euro, kommt immer ganz auf den Zustand an. Und dann haben wir hier noch das so ziemlich skurrilste aus meiner Alf-Sammlung, das sogenannte Alf-Telefon. Ja, das ist wirklich ein echtes Telefon, wenn ich jetzt hinten bei mir an der Fritzbox an der Anlage und anschließen würde, könnte ich damit wirklich telefonieren. Dann seht ihr auch hier, hier sind auch die ganzen Kabel da dran. Und auch hier hinten ist so ein richtiges Telefonkabel mit dran zum Anschluss an dem Telefon, beziehungsweise an eine Fritzbox oder einen Router, je nachdem, wo man es anschließen möchte. Habe ich damals bezahlt, ich glaube so um die 55 Euro, glaube ich, bei eBay Kleinanzeigen. Man findet es auch gar nicht mehr so häufig, bei eBay ist es ab und zu mal drin, bei Kleinanzeigen ist es auch ab und zu mal drin, aber manchmal sind die Preise wirklich unverschämt, also die Leute stellen es teilweise zu 150 Euro ein. Ich sag mal so, kann man den Leuten auch nicht unbedingt übel nehmen, weil es aktuell wirklich sehr schwer ist, irgendwie einen Preisvergleich dafür zu finden. Was bei diesem Telefon auf jeden Fall eine richtig krasse Krankheit ist, dass sich das Fell hier oben vom Mund ablöst. Also wenn ihr euch auch mal irgendwie so ein Alf-Telefon besorgen wollt, guckt hier oben auf jeden Fall hin, ob das noch alle dran ist. So, und wieder ein Regal tiefer. Wir waren jetzt eben hier oben, jetzt sind wir hier auf der Höhe. Da können wir ganz links wieder starten, da habe ich jetzt meine Filme, beziehungsweise, naja, Filme ist übertrieben, die Serie komplett auf DVD und den Film auf DVD. Könnt ihr mal gucken, hier ist so die ganze komplette Serie von Alf, die gibt es ja auf DVD. Habe ich damals günstig mal für einen 10er schießen können, nagelneu sogar, glaube ich. Und den Film selbst habe ich auch nochmal auf DVD, den gibt es relativ günstig bei Amazon für, ich glaube, vielleicht 5 oder 6 Euro zu haben oder so. Zu dem Film selbst muss man sagen, der Schauspieler und die Puppe sind auf jeden Fall der Alf aus der Serie. Ansonsten hat der Film mit der Serie so gut wie gar nichts zu tun. Irgendwie ist es ja, glaube ich, so, dass Alf in der letzten Folge von der Fernsehserie irgendwie gefangen genommen wird, beziehungsweise verhaftet wird von den, wie auch immer man die nennen mag da, die von diesem Department, was da irgendwie außerirdische Jagd, wie auch immer. Und dieser Film knüpft jetzt halt so ein bisschen dran an. Für die Leute, die jetzt Alf nur so ein bisschen kennen und ab und zu gerne mal gucken, wird es wahrscheinlich nichts sein, beziehungsweise ihr werdet dann sagen, das war wohl nichts. Hier noch so eine kleine Bulli-Figur von Alf. Den Klammeraffen, den müsstet ihr eigentlich kennen, den habe ich auch auf dem Flohmarkt gefunden, war noch relativ zur Anfangszeit von meinen YouTube-Videos. Dann habe ich hier so eine Glasplatte aus meinem allerersten Video, müsste man die kennen. Ich habe bis jetzt nicht rausgefunden, was man damit macht. Ich habe die damals einfach nur mitgenommen, weil ich die eigentlich relativ hübsch fand und weil halt so dieses Alf-Motiv da drauf ist. Was man damit jetzt tut, keine Ahnung. Dann habe ich jetzt hier hinten drei von diesen Alf-Plüschtieren zu sitzen. Das sind auch diese Standard-Kuscheltiere, die man früher eigentlich immer überall bekommen hat. Ich glaube, die sind so um die 23 cm hoch stehend. Ich hatte mein allererstes, das weiß ich noch, habe ich damals, müsste ich jetzt lügen, mit 5 oder 6 habe ich damals mein erstes auch genau dieses Kuscheltier bekommen. Auch mit diesem Hemd, mit diesem Schriftzug da drauf. Zeigen werde ich euch allerdings nicht, das ist mir ein bisschen zu viel Privatsphäre, aber wie gesagt, ihr könnt mir glauben, ich habe meinen aus Kindheitstagen noch und der ist jetzt mittlerweile 28 Jahre alt, ungefähr. Ja, also auch die Kuscheltiere, die sind bei eBay gar nicht so günstig, beziehungsweise nur bei eBay Kleinanzeigen. Ist ja auch so im Schnitt, also es gab Zeiten, da waren die so 20, 25 Euro. Dann gab es auch wieder Zeiten, wo sie eher 15 Euro waren. Auf jeden Fall sehr beliebt. Wichtig ist dabei immer, dass die von Alien Productions irgendwie lizenziert sind. Und dann kannst du damit irgendwie auch nicht viel falsch machen. Wie ja schon rüber gerutscht, habe ich hier noch eine Bulli-Land-Figur. Hier haben wir noch eine Bulli-Land-Figur sitzend. Ja, da sitzt Alf auf dem Sofa. Die Bulli-Land-Figuren, die und die ich hier davor gezeigt hatte, die hat mir der René mitgebracht. Der war nämlich auf der Comic-Con dieses Jahr und hat da irgendwie einen Händler gefunden oder einen Stand gefunden, der unter anderem auch so ein paar Alf-Sachen verkauft hat. Und da hat er mir die beiden mitgebracht und ich glaube, diese große hier oben war auch dabei. Dann habe ich hier noch diese schöne Alf-Tasse. Die habe ich ja auch erst letztens von einem Zuschauer bekommen. Ist auch noch gar nicht so lange her. Das ist übrigens das, was ich meine, dass das immer irgendwie alles von Alien Productions lizenziert sein sollte. Dann habe ich hier noch so einen Alf-Koffer, so einen Kassettenkoffer, besser gesagt. Da kannst du, glaube ich, 12 Kassetten drin stapeln. Ja, genau, 12 Stück passen hier drin. Gibt es auch noch in großer Variante, dann passen halt, glaube ich, doppelt so viele drin. 24 müssten es sein. Den habe ich allerdings noch nicht gefunden. Ich habe jetzt nur den kleinen. Die Kassetten habe ich hier allerdings trotzdem nicht drin. Ihr habt ja gesehen, die habe ich da oben. Wenn ich den irgendwann mal in groß finden sollte, werde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich hier mein liebstes Plüsch von Alf eigentlich, den glaube ich, habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Der ist noch, ich würde sagen, wie neu fast. Klar, also ein bisschen Alter geht am Genkuscheltier vorbei, gerade wenn die halt so aus
88 sind. Wie gesagt, unbespielt. Das T-Shirt ist noch wunderbar im Top-Zustand. Auch der Aufdruck ist im Top-Zustand. Der löst sich nämlich ganz gerne mit den Jahren mal ab. Der Saugnapf ist noch dran. Sieht, ja, ungeleckt aus, sage ich mal so. Besonders halt bei dem, dass er halt noch dieses originale Alf-Schild hier dran hat. Da seht ihr das ja selber. Das ist irgendwie lizenziert 1988. Alien Productions. Verkauft wurde es dann halt irgendwie in München oder wie auch immer. Wie gesagt, das ist eins meiner Lieblingskuscheltiere vom Alf. Bei dem ich auch mal überlegt habe, ob ich da vielleicht irgendwie ein separates Case bauen kann, damit der dann nicht noch irgendwie weiter kaputt geht oder der Zahn der Zeit zu doll dran nagt. So, jetzt sind wir ja mittlerweile auch schon in der letzten Reihe angekommen. Ich habe hier so vereinzelt in der Sammlung noch so ein paar einzelne Sachen zu stehen, die zeige ich euch gleich nochmal ganz kurz. Aber jetzt, regalemäßig sind wir jetzt hier gleich durch. Da haben wir hier zur Linken auf jeden Fall erstmal meine Alf-Puzzle. Habe ich insgesamt 3 Stück von, ich glaube da gibt es einige mehr. Und wenn ich da ein paar mehr nochmal irgendwann rankommen sollte, werde ich die wahrscheinlich auch hier mit reinstellen. Da habe ich eben mal so ein 300er-Teile-Puzzle. Siehst ja irgendwie Alf selbst gerade, so wie wir es alle machen, irgendwie schön Retro-Elektronik basteln, wie auch immer, was er da tut. Das Puzzle, meine ich, bin ich mir fast sicher, habe ich auch von Marvin bekommen. Hat er mal auf dem Flohmarkt gefunden, hat direkt an mich gedacht. War eine super geile Sache, vielen Dank nochmal. Dann haben wir hier eben mal ein Alf 100er-Puzzleteil. Ganz klassisch, Alf im Pyjama. Und dann haben wir ja nochmal Alf am Telefon, ist auch ein 100er-Puzzle. Die Puzzle sind alle komplett, ich habe die alle schon mal aufgepuzzelt. Die Zustände sind auch super. Ja gut, hier drüben so ein bisschen abgekratzt, aber das ist halt ganz normal. Die werden ja nur nicht irgendwie super geschützt gelagert. Die hat man wahrscheinlich irgendwo in der Schublade zu stehen. Naja, und wenn man sie dann halt loswerden will, sehen sie nach Jahren halt mal so aus. Dann habe ich hier noch 2 weitere Alf-Kuscheltiere. Das sind auch genau die gleichen, wie sie da oben jetzt schon stehen, in der 23 cm-Variante. Da hat mir meine Nichte, da war sie ganz nett und hat mir, weil die beiden leider kein Hemdchen hatten, hat sie mir so ein Hemdchen zusammengenäht und gleich mit so einem geilen Aufdruck da drauf. Einmal mit meinem Namen, beziehungsweise meinem YouTube-Kanal-Namen und einmal mit dem Wort abonnieren. Das ist genau das, was ihr jetzt auch mal hier tun könnt. Dann habe ich hier jetzt nochmal eine Alf-DVD-Box. Ist zwar die französische Variante, trotzdem alles auf Deutsch hörbar und guckbar. Das Besondere an der Variante ist halt, dass hier vorne so ein kleines Alf-Plüschtier mit drin ist. Man muss dazu sagen, es sieht wirklich ein bisschen sehr merkwürdig aus, also so ein richtiger Alf ist das wahrscheinlich nicht. Habe ich aber letztens auf dem Flohmarkt, das noch gar nicht so her ist, gefunden für 12 Euro und da habe ich gedacht, komm, dann nimmst du mit. Gerade weil es dann auch original verpackt war, ich habe es jetzt mittlerweile ausgepackt. Ist wie gesagt vom Prinzip her genau die gleiche Version, wie ich da oben habe, bloß halt, dass hier nochmal so ein extra kleines Kuscheltier mit bei ist. Dann habe ich hier ein weiteres schönes Schmuckstück, was mittlerweile auch wahrscheinlich ziemlich selten sein wird. Das ist ein original verpackter Walkman im Alf-Design. Den habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen habe ich den bekommen. Ich glaube, ich habe 50 Euro bezahlt und dann irgendwie ein paar Euro Versand. Da seht ihr ja selbst, der ist auf jeden Fall noch original verpackt und auf jeden Fall auch unbenutzt, das sieht man. Da ist auch noch dieser Werbeflyer da mit drin, der ist auch völlig intakt, da ist überhaupt nichts mit passiert. So eine Art Kurzanleitung ist hier auch nochmal mit bei. Und der Aufkleber, der damals halt bei diesen Packungen dabei war, der ist halt auch noch mit da. Wie ihr sagt, das ist auf jeden Fall eins meiner Schmuckstücke. Ich denke mal, das wird man so oft nicht mehr bekommen. Ich weiß, dass es von Eltern noch eine große Variante gibt, also so eine Kofferradio-Variante, auch mit Alf gebrandet. Die habe ich auch mal gesehen bei eBay, aber ich glaube, die sind jetzt für um die 140 Euro oder so weggegangen. Das war damals also absolut nicht meine Preisklasse. Dann habe ich hier auch nochmal 2 CDs von Alf, beziehungsweise so Musik-CDs, die nur mit Alf gebrandet sind. Da gibt es ja einmal Alf Super Hit Parade in, ja, keine Ahnung, wie die Edition heißt, internationale Top Hits. Die habe ich übrigens auch von einem Zuschauer bekommen, ist noch gar nicht so lange her, vielen Dank dafür. Hier ist es halt wie bei den Kassetten oben, die ich euch schon gezeigt habe, die Musik ist da völlig unbekannt, also so gut wie gar kein Titel davon kenne ich wirklich. Und auch bei dieser Variante von Alf Super Hit Parade ist es leider genauso, man kennt die Musik fast gar nicht. Die benutzen hier wahrscheinlich nur das Alf Branding oder beziehungsweise haben das Alf Branding damals nur benutzt, um ein bisschen mehr Popularität rauszukriegen. Ihr könnt euch die Songliste hier hinten ja gerne mal angucken und mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr davon wirklich viel kennt oder vielleicht auch nur 1-2 Lieder. Jo, und dann haben wir hier hinten jetzt nochmal ein paar kleine Taschenbücher mehr oder weniger von Alf, beziehungsweise so Comics. Dann haben wir hier einmal Alf Sprung in die Tiefe, das Sprüchebuch, das zweite Sprüchebuch mehr oder weniger. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Da sind halt so die klassischen lustigen Alf-Sprüche, die du auch in der Serie kennst, drin. Ne? Hier zum Beispiel, Moment Willi, lass mich an deinem Geburtstag die Tischrede halten, ich kenne dein Leben besser als du. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert für jeden Alf-Fan. Dann haben wir hier noch Alf, die Wahnsinnsstory mit dem Außerirdischen, irre Geschichten mit dem Knuddelchaoten, Alf auf Tour, meine Memoiren, Alf, Hallo, da bin ich, das ist quasi so die erste Folge, die es von Alf gibt. Hallo, da bin ich ist ja die Folge, wo er mit seinem Raumschiff bei den Tenners ins Dach knallt. Und dann haben wir das Ganze hier auch nochmal eine Nummer größer. Wie eben schon gesagt, kommen wir jetzt nochmal zu ein paar Alf-Sachen, die nicht da im Regal stehen, weil sie entweder nicht passen oder weil sie da, keine Ahnung, nicht hinhören, wie auch immer man das denn möchte.
Da haben wir hier zum einen erstmal meine Alf-Lampe. Die benutze ich wirklich jeden Abend. Also jeden Abend, wenn ich in meinem Zockerzimmer sitze und hier mit euch bei Discord schreibe oder wie auch immer, ist die Lampe auf jeden Fall mit an. Und dann habe ich hier drüben noch einmal die Alf Superhit-Parade auf LP. Ich denke, es ist genau die gleiche Variante wie die CD. Ebenfalls nur gebrandet, die Musiktitel darauf völlig unbekannt. Und ich glaube, davon gibt es auch noch ziemlich viele weitere. Ich hatte auf dem Flohmarkt sogar mal eine übersehen, habe ich im Video festgestellt. Aber wie gesagt, die sind relativ günstig und wird man immer wieder bekommen. Dann habe ich hier unten noch einen etwas größeren Alf-Koffer zu stehen. Ich weiß, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe eigentlich gar keinen großen, sondern den suche ich noch. Allerdings meinte ich damit nicht diesen hier, sondern den mit dem anderen Motiv. Den gibt es nämlich auch nochmal in groß. Der Koffer ist auch lizenziert von Alien Productions. Da passen, glaube ich, wie ich vorhin schon sagte, 24 Kassetten rein oder sogar mehr. Nee, da passen sogar tatsächlich mehr rein, passen 30 Stück insgesamt rein. Den habe ich vom lieben Pixel-Ami mal bekommen. Den hat er nämlich auf dem Flohmarkt gefunden. Und den hat er mir damals dann zur Pixel-Börse in Düsseldorf mitgebracht. War auch sehr geil, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken für. Wie gesagt, so eine Koffer, gerade Musikkoffer, findest du nicht mehr so oft. Ich habe hier unten auch noch einen von Batman zu stehen. Da bin ich noch auf der Suche nach so einem Koffer von den Turtles. Aber wie gesagt, findet man halt nicht mehr so einfach und sind nur relativ teuer geworden. So, und dann habe ich hier oben auf meinem Spielregal auch nochmal zwei Alf-Plüsch zu sitzen. Einmal ein ganz normaler Plüsch-Alf da auf der linken Seite, wenn ihr ihn seht. Und einmal rechts die Comic-Variante, die habe ich auch mal auf dem Flohmarkt gefunden. Müsste der ein oder andere von euch auch gesehen haben. So, und jetzt hier nochmal ganz zum Schluss gezeigt, quasi mein heiliger Gral bisher und mein bisher teuerstes Spiel, was ich überhaupt jemals gekauft habe, glaube ich. Alf fürs Sega Master System. Das habe ich mir, ist noch, ich weiß gar nicht, ist schon 2-3 Monate, ist es bestimmt schon her, da habe ich es mir auf eBay gekauft. Ist leider, dadurch, dass es US-exklusiv ist, bei uns in Deutschland sowieso sehr, sehr schwierig zu bekommen. Gerade auch in dem Zustand wahrscheinlich. Ich habe bei eBay bezahlt 142 Euro, allerdings mit Versand und Einfuhrabgaben. War auf jeden Fall eine Belohnung für mich, sagen wir mal so. Das Alf-Spiel, wie gesagt, ist im super Zustand. Ja, die Anleitung ist hier mit bei. So ein kleines Werbeheftchen oder wie auch immer man die nennt, ist hier auch noch mit bei. Und das Spiel halt selbst natürlich. Und wie gesagt, alles im super geilen Zustand. Nicht ausgeblichen, nicht großartig zerkratzt oder wie auch immer. Spielerisch muss man sagen, es gibt auf jeden Fall bessere Spiele. Das ist irgendwie so eine Art, naja, sagen wir mal Jump'n'Run oder so. Du musst auf jeden Fall irgendwelche Sachen sammeln, damit du an bestimmten Stellen weiterkommst. Ich würde es euch auch gerne zeigen, leider habe ich momentan Probleme mit meinem Konverter beziehungsweise mit meinem USB-Dongle, der will mit meinem Sega zusammen irgendwie nicht so richtig, da flackert das Bild nur wie verrückt. Allerdings habe ich mir gedacht, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Retro-Abend oder so im Stream live und dann können wir auch gerne mal dieses Spiel hier anzocken. Ja, Leute, also das war im Prinzip schon meine ganze Alf-Sammlung. Ich hoffe, den einen oder anderen hattet ihr interessiert, dass es nicht zu langweilig war, nicht zu in die Länge gezogen. Ich weiß ja selber, wie das ist, so Sammlungsvideos, gerade so eine spezielle Sammlung wie Alf ist immer relativ zielgruppenbedürftig. Aber ich denke, dass das trotzdem für den einen oder anderen sehr interessant sein sollte. Jeder, der sich so ein bisschen mit Retro beschäftigt, sollte von Alf auf jeden Fall schon mal was gehört haben. Wenn du genauso wie ich auf Retro stehst, dann kannst du hier unten auf jeden Fall mal auf Abonnieren drücken. Ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall unter der Woche nochmal wieder zu einem neuen Tutorial-Video. Wie gesagt, Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall für Zuschauen. Finde super klasse, dass ihr in der Community so groß mitmacht. Auch an die Leute im Discord nochmal richtig starke Grüße. Bis zum nächsten Video.